Hallo zusammen, heute zu meinem neuen Video. Und zwar geht es heute um Auspuffeinbau von Mercedes, den ESD. Der ist mir abgerissen. Jetzt können wir gleich mal kurz hören, wie sich das anhört. Hört sich an wie ein Rennwagen. Hört sich zwar im Prinzip gut an, aber damit normal zu spazieren fahren ist nicht so toll. Oder zur Arbeit. Ja, jetzt zeige ich euch zuerst mal, was ich alles so an Material dafür habe. Dann zeige ich euch, wie der Wagen sich anhört. Dann werde ich auch schnell durchlaufen, den Wagen einbauen. Den Wagen, den ESD. Und danach starten wir noch mal, dass er hört, wie er sich dann anhört. Alles klar, dann mal los. Und zwar, einmal die Teile brauchen wir natürlich Schellen. Ich baue jetzt nur den ESD um. Das heißt, der Mittelschalldämpfer, alles bleibt. So, dann die Gummis natürlich, ein bisschen Auspuff, Zement, Paste, Werkzeug. Das ist das Erste. Dann natürlich noch einen Auspuff. Hier habe ich mir dann die Lösung genommen, dass ich einfach eine Reduzierungshülse mir geholt habe. Ja. Von 50 auf 55 ist das. Natürlich einen neuen Auspuff. So, einen Moment. So, hier sind wir bei dem guten Stück. Doch, das ist abgebrochen. Genau da. Der Rest ist ja der Mittelschalldämpfer, das Stück da. So, der ist mir aber jetzt nur hier hinten abgebrochen. Deshalb würde das aber jetzt nicht mehr passen, wenn man nur den Endschalldämpfer holen würde, weil da diese, die Verbreiterung fehlt. Der wird nämlich hier hinten ein bisschen dicker, also größer, damit man den ESD drauf kriegt. Daher habe ich mir diese Hülse geholt. Jetzt zeige ich aber einmal, wie man den startet, wie der sich anhört. Da habt ihr mal was gehört, ne? Hört sich im Prinzip ganz cool an. Nur ein bisschen zu laut, das Ding. Naja, wenn man dann so normal mal zur Arbeit fährt und durch die Stadt und so weiter, dann ist es doch ein bisschen laut. So, jetzt habt ihr Glück gehabt, dass dir genau die 5 bis 8 cm reichen, dass ich die Hülse drauf kriege. Die knall ich dann hier fest mit Montagepaste. Setzt dann hinten den normalen Auspuff wieder drauf und schon habe ich ein Verbindungsstück. Ganz einfach. Ganz einfach, ja. Dann hinten einhängen. Dann starten wir nochmal. Dann mache ich jetzt nur einen Schnelldurchlauf von Einbau. Na? Okay, dann bis gleich. Ich muss kurz Pause machen. So, das war jetzt der Schnelldurchlauf für die Montage der Hülse. Bombenfest, passt. Ich habe zwar ein bisschen viel Lockteig genommen, das war irgendwie verstopfter Zeug. Da ist mir zu viel losgelaufen. Na, aber ist noch genug drin. Nur ein bisschen Verschwendung. Naja, so. Außer Zement. Das ist eine gute Menge. Das hat auch alles schön abdichtet. Ja, das Ding ist fest. So, der nächste Schritt ist, jetzt den Auspuff hinten drauf, um den auch festzuknallen. Mache ich wieder im Schnelldurchlauf. Ja, und dann starten wir mal. Ne? Also man braucht, wenn man Erfahrung hat, brauchst du für den Auspuffeinbau jetzt hier, ehrlich gesagt, eine halbe Stunde vielleicht. Länger ist das nicht. Wenn du natürlich ein paar Probleme hast, dann ein bisschen was länger, aber im Prinzip eine halbe Stunde hat man so jetzt fertig.
Jetzt habe ich nur, dass der Mittelschalldämpfer nicht auch irgendwann kaputt geht. Aber es wäre egal, weil der L-Schalldämpfer habe ich dann und wird der Mittelschalldämpfer da hinten gelöst und dann auch dazu gebohrt, wäre nicht so schlimm. Gut, also. Dann gleich bis zum Schnellschlauch des ESD-Einbau. So Leute, den Rest machen wir jetzt zusammen. Ist ja nicht die beste, oder sagen wir mal die schönste, die beste Arbeit. Aber es ist so, dass es auch als ein altes Auto ist. Und von daher ist es nur eine Reparatur, dass man wieder fahren kann, dass man durch den TÜV kommt und so weiter. Jetzt nichts für Millionen von Kilometern noch zu fahren. So, den klemmen wir jetzt fest den Drus. Ich merke aber gerade, kann sein, dass er ein bisschen nach vorne sollte. Ich brauche schon einen Hammer. Ich habe einen Hammer da. Ein bisschen nach vorne weg. Hoppala, die Schande von Kamera. Ich muss das hier alles mal ein bisschen einstellen. Das ist echt ein bisschen nervig. Und Videos machen und dabei arbeiten, das ist, ne, so eine Sache. So, jetzt ballern wir den Ding fest. Und dann schauen wir direkt mal, wie es aussieht. Mit dem Sache. So. Jetzt ist aber fest. Auf jeden Fall. Ja. Wackelt unter Luft. So, einmal betrachten. Ja, schneller Einbau. Ist nicht schön, aber sinnvoll. Aber es funktioniert. Das ist die Hauptsache. So, Hülse zwischen, zwei Schellen drauf, fertig. Auspuff. Komplett neu. Moment. Was mit der Kamera? Das ist echt ein bisschen doof. So, jetzt aber. Also, ne? Schelle drauf, alter Auspuff, neuer Auspuff. Hülse drauf, fertig, Auspuff neu. Hinten schon ein bisschen Rost dran. Das ist aber ja. Da Halterung. Ja, Gummi, alles dran. Habe ich mit Silikonspray ein bisschen eingesprüht. Dann kriegst du es besser drauf. Kannst du aber auch mit Seife machen oder so. Jetzt tun wir mal die Stelle da schauen. Die sich auch gut anhört. Moment. Dazu funktioniert. Ne? Alles gut fest. Und jetzt kommt der. Ja, das war mein neues Video. Ich hoffe, ich konnte irgendwie damit mal helfen.
selber machen, kein Problem. Und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.